Also, wenn wir Ägypten helfen müssen. Ja. Weil hier ist ein meist Problem mit. Wir kommen aber nur einen Sniper dafür, aber egal. Akzeptieren wir einfach. Und da ist ein Sergeant. Okay. Ich wollte Zukunftswaffen kam eigentlich. Okay, wie machen wir das jetzt? Fabi ist mal raus. Wir brauchen einen Sturm und der braucht überhaupt kein Scope. Hier können wir das haben. Dann gebe ich Anna ein Scope. Aber wen könnte ich noch einfügen hier am liebsten? Hab vergessen, dass du. Okay, mal später. Und sonst müsste gehen, oder? Jetzt haben wir. Einen schweren, zwei Supporter, ein Sniper und ja, müsste gehen, so. Ägypten. Transporter ist eingetroffen. Lass mich warten, Kairo. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. Ist der Burger King retten etwa hier? Den örtlichen Burger King müssen wir retten. Amerikanisches Gut. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Hier in Position. Genau das haben wir gesucht. Drei Runden. Dann ist eine relativ kleine Map hier. In Bewegung. Ich mach mich los. Ich mach mich los. Und ich beweg mich zu in dem. Bewegung. Oh oh, die Bürger. Einfach in Feuern. Einen erwischt. Oh, beide erwischt. Nur einer erwischt. So. Ne, das Meld lasse ich jetzt einfach liegen. Weil die Sucher. Will ich halt nicht unbedingt zu nah haben. Die werden mich zwar wieder erwürgen, aber kann ich leider nichts ändern. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ich mach mich los. Ich mach mich los.
Ich scheiß Suche, ey. Die wollen nur den Sniper. Aha. Habt ihr gut gemacht, Leute. Ihr habt Fabi gerettet. In meiner ersten Aufnahme ist technisch Fabi sofort gestorben, weil er schokoliert wurde und keiner konnte schießen mehr. Einfach mal nachladen. Du auch. Und du bleibst immer hinten. Solange ich noch Hoffnung habe, dass kein weiterer Sucher gibt. Können wir gerne mal vorrücken. Schweber. Aber wenn ich den schnell hochlevel, bekommt er dadurch sehr, kommt sie sehr schnell die besseren Stats und so. Machen wir uns ganz anders. Vorher mit der Sniper. Shotgun Sniper. Daneben. Fabi. Feuer frei. Na halt nicht. Dann töte ihn. Und trifft er oder nicht? Hoffentlich nicht. Gut. Daneben. Oh, er hat geschützt mehr. Ich glaube, die Schweren sind am langsamsten irgendwie. Verstanden, Commander. High Shot. Kannst mal nachladen. Wie du hier. Du auch. Du auch. Du kannst dich nach vorne bewegen und auf Wachtposten gehen. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Oh, sagst du ihn. Anna, los! Halt nicht. Nehmen wir den hier. Wie gesagt, wenn die halt Truppensicht hat, sind die Snipers die stärksten überhaupt. Na gut. Alle Missionsziele erreicht. Habt ihr gut gemacht, Leute.
Es ist natürlich immer erfreulich, wenn unsere Soldaten heil aus dem Einsatz zurückkehren. Ich hoffe nur, dass es uns bald gelingt, weitere Meldsubstanz zu erbeuten. Achso, der Daumen heult jetzt rum. Dieser Schuss. Dieser Schutz setzt die Hauptwaffe des Ziels außer Gefecht. Achso. Nehmen wir wieder den Scanner. Wir nehmen Kugelhagel. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, neuen Dude. Männlich sogar. Truppensicht. Weil der hier wird ein anderer sein. Erik. Buckler. Verstanden, Commander. Bestätigung. Bestätige. Kellerbräunung. Keine Ahnung, was ich für ihn jetzt nehme. Ja, aber die Haare. Ich glaube, das ist in Ordnung. Bart besitzt er nicht. Ziehen wir die Rüstung, wird ihm stehen. Und schön blutrot. So. Cap muss jemand werden, okay. Na gut, müssen wir hier warten jetzt, ja? Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. Ratseinsatz Menekel. Was? Menetekel. Der Rat untersucht merkwürdige Berichte über einen Versuch, einen nicht autorisierten französischen Militärkonvoi zu kidnappen. Obwohl die angeblichen Entführungen Menschen waren, besagen unsere Geheimdienstinformationen, dass auch Aliens in der Gegend waren. Wenn das stimmt, wirft es einige Fragen über die Fracht, auf die transportiert wurde. Wir brauchen einen Trupp, der die Sachen ansieht. Die Einsatzzentrale bekommt gleich unseren kompletten Bericht. Wir bekommen einen Wissenschaftler, einen Ingenieur und 550 Kohle. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Komm schon. Wir werden weiterhin mit den Jungs spielen erstmal.
Willst du mitmachen, Erik? Ach nee. Wir nehmen wir Anna. Corporal Anna. Ist dran als ich. Wenn sie jetzt sieht, ey, dann siehst du, ich bin besser als du. Ich kann was. Transporter ist eingetroffen. Den Angriff beginnen. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Das ist ein langer Weg in zwei Gebäude. So. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Ziel wurde aktualisiert. Verstanden, Commander. Rücke vor! Anab, Kalle und Petra geht unten lang. Fabi und Lockdown geht nach oben. Dass wir eine höhere Sicht haben. In Bewegung. Okay, noch ist hier nichts los. Okay. Unterwegs. Los, Angelika. Noch mit dir. Mal hier, ich denke mal. Ziel bestätigt. Bewegt sich hier gar nichts. Überhaupt, wir hören mal nichts. Position bestätigt. Fabi, geh mal ein Stück nach vorne hier oben. Gefechtsscanner hin. Gefechtsscanner läuft. Okay, da ist ein Gegner auf dem Dach. In Bewegung. Bereit zum Angriff. %, die Chance. Waffe wechseln. Töten wir den.
50% leider nur. Öffne die Tür. Geh ein Stück näher ran. So flankieren wir ihn und können besser abknallen. In Bewegung. Mann, Color Wix ist viel zu langsam. Wir wechseln die Waffe. Nix. Fabi und der Sniper werden da mal oben bleiben. Gehen da nochmal nach für Notfälle. Begebe mich auf Position. Feinde gesichtet. Oh, da. Kannst du sogar sehen, 100%, du stirbst. Das ist gut. Kann man nachladen bei dir oben. Bin unterwegs. So, nochmal hier bleiben. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Neues Ziel erhalten. Verstanden, Commander. Feinde gesichtet. Okay, da ist jeder. Unlucky. Naja, das ist natürlich. Ich sag nix dazu. Ich sag einfach nix dazu. Ich dachte, oh. Triff mit den Shotgun. Treffe doch. Machst du doch sehr gut. Und auf einmal trifft er wirklich. War gerade unbeschreiblich, muss ich ehrlich sagen. Mal hier hoch. Okay. Commander, dort drüben gibt es einen Überlebenden. Ja, ich sehe den. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. Bergen? Ist er nicht, ist nicht tot? Hallo. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Von hier erfahrt ihr nichts. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen. Ob er will oder nicht. Wir haben ein neues Ziel. Ja, ihn beschützen. Auf dem Weg. Commander, wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Der stirbt hier oben. Und du tötest ihn da. Boom. Gut. Gute Schüsse, Mädels und Boys.
unterwegs. Okay. Das hier ist erst der Anfang. Das ist nur eine Frage der... Na, wir müssen hier weiter, wir müssen hier verteidigen. Also ich, wenn es so eine weiterführende Mission gibt davon, kenne ich die noch nicht. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Geh in Position. Oder soll ich mich umkommen? Feindkräfte in Bewegung. Ja. Sektorin. Und ein dünner Mann. Ja, daneben. Ich hab's gesehen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Problem. Ja, du kümmerst dich um den hier. Ziel erledigt. Ich glaube, Granate hätte nicht so hoch werfen, war. Nicht so weit überhaupt, nicht mal. Ne, hoch kann ich auch nicht zielen. Das ist reine Zeitverschwendung. Okay, wir versuchen unser Glück hier. Nächstes Mal krieg ich ihn. Gib Gas! Verstanden, unterwegs! Oh. I forgot. Ja, das würde ich hin. Verdammt, ein Leben noch. Na, nicht den Sniper. Au, au, au. Fünf und ich heilen. Steh wieder auf, Cowboy. Bestätige. Du, Fabi, bleibst weiter noch hier oben. Du machst Wachposten und du gehst nach unten. Und jetzt noch. Was denn wir mit Wachposten machen? Nur um zu sehen, ob Gegner kommen oder nicht kommen mehr. Strike One, wir orten feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Ja. Okay, er stirbt auch.
Okay, let's go. Aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Oh doch. Ausgezeichnet, Commander. Unser Freund hier ist zwar noch nicht sehr kooperativ, aber ein Gespräch mit Dr. Warnen dürfte seine Zunge lockern. Oh, ich wurde befördert. Und Anna auch. Ich werde 3 Punkte mehr haben zum Bewegen. Und nochmal Schredder. Okay. Wir werden. Warte mal. Ach, scheiße. Denken Sie daran. Wo ist meine nette Dame? Just. Hier. In. Für mich bleibt sie immer nur Anna. Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Noch nicht. Dieser Koloss aus Fleisch und Metall stimmt nicht bedenken. Bauen. Dampf. Kraftwerk. Gut, 200 ist aber sehr viel wert hierfür. Okay, obduzide Dummer. Das äußere Erscheinungsbild des Versuchsobjekts entspricht dem eines Menschenmannes. Weiße Hautfarbe, das Alter würde ich auf rund 35 Jahre schätzen, obwohl es sich dabei wahrscheinlich um einen bewusst gewählten künstlichen Effekt handelt. Größe etwa 2 Meter, das Gewicht liegt bei knapp 80 Kilogramm. Erst beim Dezieren offenbart sich die ungewöhnliche außerirdische Organ- und Knochenstruktur. Die Knochen sind segmentiert, etwa wie ein Wirbel einer Schlange. Dadurch dürfte das Wesen im Kampf außerordentlich beweglich sein. Es wäre möglich, dass wir durch unser eigenes Genforschungsprogramm das einzigartige Bindegewebe replizieren können, das für die enorme Beweglichkeit einzigartige Beweglichkeit verantwortlich ist. Das dürfte zu einer beträchtlichen Steigerung der körperlichen Geschicklichkeit und Widerstandsfähigkeit unserer Soldaten führen. Ein beträchtlicher Teil der Brustraumes wird von großen Giftdrüsen eingenommen, die erhebliche Menge an Gift produzieren und über Drüsenkanäle mit erheblichen Wucht ausstoßen können. Eine genauere Analyse dieses Gift führte zu einer Theorie, dass man damit einen kräftigen Desinfektionsmittel herstellen könnte, um die Wunden von Soldaten auf dem Schlachtfeld zu behandeln. Dort erscheint Arbeit eine Möglichkeit, wie man diese Substanz in unseren Medikits integrieren können. Wenn Sie im Gefecht den Einheiten Analysierschirm auf den anderen Exemplar des Types anwenden, erfahren Sie Details über die Kampffähigkeit des Wesens. Okay. Wir haben jetzt eine Gasgranate, um sie zu vergiften. Und Muskelfaser. So, wir können, wenn wir das haben, können wir sogar ohne Leitern, Rohre, Stufen etc. einfach hochspringen.
Okay, was machen wir jetzt? Wollen wir weiter Autopsie machen oder wollen wir langsam hier den Fortschritt von Pulswaffen machen? Ich denke mal, das Fluch erhöhen langsam. Gasgranaten sind zwar gut. Ach schon, wo immer Ruhe dafür. Mehrere Ratsmitglieder haben ihr Interesse an einigen von uns entdeckten Artefakten bekundet. Wir sollten dennoch vorsichtig damit sein, welche Gegenstände wir freigeben. Das Forschungsteam kennt ihren wahren Wert vielleicht noch nicht. Ja, was beschädigt ist, kann ich verkaufen. So, jetzt können wir den Erdwärmekraftwerk machen. Dauert 8 Tage.